Es gibt formale Dinge, die erfüllt sein müssen, damit der Unternehmer sagen kann, es gelten meine AGB und die AGB sind Bestandteil dieses individuellen Vertrages geworden. Drei Bedingungen. Erste Bedingung, Hinweis auf die AGB. Er muss den Vertragspartner darauf hinweisen, dass er überhaupt solche AGB hat. Denn man ist ja nicht verpflichtet dazu. Ja, man muss sowas ja nicht haben. Man kann es, dient der Standardisierung, wir haben das gesehen. Aber wenn er sowas hat, muss er dem anderen das sagen. Zweite Bedingung, Möglichkeit der Kenntnisnahme. Nicht die Kenntnisnahme, die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Warum? Ob der andere Kenntnis nimmt, kann er selber nicht beeinflussen. Der Unternehmer kann das nicht beeinflussen. Der andere muss das tun. Aber der Unternehmer muss dem anderen die Möglichkeit geben, Kenntnis zu nehmen. Und dritte Bedingung, Einverständnis. Die Einverständniserklärung muss da sein. Unabhängig davon, ob er wirklich Kenntnis genommen hat, muss die Einverständniserklärung da sein. Es reicht, wenn die Möglichkeit da ist. Denn nur das kann er in seinem Universum wirklich gestalten. Ob der andere wirklich Kenntnis nimmt, kann er nicht beeinflussen. Und online schon mal gar nicht. Ja? Wie will denn der, der den Shop hat, wirklich darauf einwirken, dass der andere wirklich Kenntnis nimmt? Das kann er ja gar nicht. Aber die Möglichkeit muss er dem anderen geben. Ja? Das heißt, die AGB müssen zugänglich sein. Per Mausklick aufrufbar zum Beispiel. Ja, diese Möglichkeit muss da sein. Ja, wenn der Link tot ist und der andere hat die Möglichkeit nicht, dann ist die Situation anders, als wenn der Link funktioniert und der andere tut es nicht. Möglichkeit der Kenntnisnahme. Das sind die drei formalen Bedingungen, die gegeben sein müssen. Form, ne? Alles Form, nicht Inhalt, alles Form. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.